Also das erste Stichwort war ein BMA-Alarm. Wir sind ausgerückt zu einer BMA-Alarmmeldung. Sind dann auf Anfahrt, haben wir dann schon eine Rauchentwicklung auf dem Dach gesehen oder aus der Halle. Daraufhin haben wir dann großzügig nachalarmiert, da derzeit auch parallel ein Großeinsatz in der Nähe läuft. Deswegen sind auch hier mehrere Feuerwehren, die nicht aus dem näheren Umfeld kommen. Wir sind derzeit mit 91 Personen hier vertreten, derzeit 27 PA-Trägern wegen der großen Hitze, dass wir permanent auswechseln können, dass die Belastung für die Einsatzkräfte nicht so hoch wird, dass uns die Leute quasi nicht umkippen. Hier haben mehrere Paletten gebrannt. Derzeit ist es so, es klimmt immer wieder auf. Aber mittels Radlader transportieren wir jetzt das Brenngut raus, löschen es von außen ab. Danach lüften wir das ganze Gebäude noch einmal durch und dann hoffen wir, dass wir relativ zügig ein Einsatzende kriegen. Also mehrere Kameraden sind seit heute Morgen 0.44 Uhr im Einsatz. Wir selber waren auch schon in Neckargemünd. In der Unterkreisführungsgruppe sind wir im Landtag ja auch mitvertreten. Die wurde auch heute Morgen mit alarmiert und wir sind seit heute Morgen auf Achse. Wir waren noch gar nicht zu Hause. Wie schwierig ist jetzt für die Artenschutzträger hier bei dieser Hitze? Wir haben einiges über 35 Grad, das zu bewältigen. Das ist sehr extrem. Wir können nicht auf die 30 Minuten oder 20 Minuten Einsatzzeit rechnen. Wir sind eher so bei 10 bis 15 Minuten und müssen sukzessive immer durchtauschen. Gab es auch schon körperliche Probleme bei den Kameraden? Wir hatten einen Ausfall, beziehungsweise einer, wo ein bisschen so ein leichter Hitzschlag hatte. Der wird gerade vom DRK betreut, ist aber soweit wohl auf. Es ist sehr wichtig, wir haben auch gleich hier einen Getränkehändler nebenan. Der ist gleich mit dem Gabelstapler rübergekommen und hat uns Getränke gebracht. Immer wieder ein großer Lob bei uns. Der Getränkehändler hier im Ort, da gibt es keine Stunde Zeit. Wir können nachts anrufen, der liefert immer. Und natürlich, im Hintergrund sieht man es vielleicht, die Autos kühlen quasi auch noch die Getränke runter mit dem Wasser, dass wir einfach auch kühle Getränke haben, nicht kalte, aber kühle.